Herzlich willkommen in der Städtischen Wessenberg-Galerie in Konstanz. Ich bin Franziska Deinhammer, wissenschaftliche Volontärin hier bei den Städtischen Museen und ich darf mit Ihnen heute zwei Werke der aktuellen Ausstellung Form und Freiheit von der Figur zur Abstraktion genauer betrachten. Auch wenn Sie auf den ersten Blick keine konkrete Person erkennen, ich kann es Ihnen sagen, es sind Persönlichkeiten, Bildnisse bekannter Menschen, wie wir gleich sehen werden. Hier auf dieser Seite haben wir ein Werk des Künstlers Walter Dechsel, der dem Bauhaus nahe stand und immer wieder als Künstler in Vergessenheit geraten ist. Er ist 1870 in München geboren. Er nahm Zeichenunterricht, studierte aber zuerst Kunstgeschichte und hielt sich dann noch vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs zu Studienaufenthalten in Paris auf. In wenigen genau platzierten Linien band er hier den ehemaligen Reichskanzler Heinrich Brüning aufs Papier. Auch wenn die Formensprache auf ein Minimum reduziert ist, können wir doch eine verblüffende Ähnlichkeit zum Porträtierten ausmachen. Die wesentlichen Merkmale, also die runde Brille von Heinrich Brüning und auch die ovale Kopfform, reichen schon aus, um ihn als Heinrich Brüning zu identifizieren. Das Wort abstrakt, das wir hier gern verwenden, leitet sich vom lateinischen Wort abstrahere ab, was so viel bedeutet wie entfernen, abziehen, trennen. Und das passt hier ganz gut. Er verzichtet nämlich auf Details, auf Einzelheiten, zieht sie ab und reduziert die Darstellung auf eine einfache, aber doch sehr treffende Formensprache. 1930 entwickelt Walter Dechsel die Idee zu diesen abstrahierenden Porträts. 3 Jahre entstehen zahlreiche Bildnisse, so auch 1933 das Bildnis von Hitler. Ein Jahr zuvor, 1932, ist auch das Bildnis eines Rabbis entstanden. Eine interessante Kombination. Und dass er damit bei den Machthabern keine große Freude ausgelöst hätte, das war klar. Und somit blieb die Serie, die einzige Beschäftigung übrigens von Dechsel mit dem Menschen als Motiv, so blieb die Serie vorsichtshalber unter Verschluss. Während Dechsel auch völlig konstruktiv abstrakt arbeitete, löste sich Horst Antes, der mittlerweile 84-Jährige, nie von der Figur. Er gilt als ein Mitbegründer der neuen figurativen Malerei im Nachkriegsdeutschland und wurde vor allem durch seine Kopffüßler bekannt. Das sind Figuren ohne Hals und Rumpf, wie wir sie oft auf Kinderzeichnungen finden. Und ein Beispiel dieses von der Kinderzeichnung inspirierten Menschenbildes sehen wir hier. Es ist ein Bildnis, das 1976 entstanden ist, und zwar band er hier in einem streng angelegten Profil den Jazzmusiker Louis Armstrong auf das Papier. Es ist zum 5-jährigen Todestag des Musikers entstanden. Und auch wenn wir hier eben, wie bei Dechsel auch, anfangs keine konkreten Bezüge feststellen können, im zweiten Blick sehen wir dann doch das breite Grinsen mit den geschlossenen Augen und eben das breite Grinsen, das Louis Armstrong mit seiner kratzigen Stimme zeitlebens im Gesicht trug.